Da sind wir wieder bei Uncharted 4 Thief's End. Wir müssen jetzt vor der Polizei abhauen. Noch haben sie uns nicht gesehen. Ja, wir haben jetzt tatsächlich die Sachen unserer Mutter gefunden. Was ist noch alles passiert? Oh Gott, ja, wir haben erfahren, dass wir Morgan mit Nachnamen heißen und nicht Drake. Ja, den Sarg nach von Severus Drake hat Drake offenbar nur gesucht, also aus dem ersten Teil, weil seine Mutter das ein Geheimnis noch war, was sie nicht lüften konnte. Ja, und eigentlich wollte eine alte Frau, die wir dann getroffen haben, sie hat die Polizei gerufen, weil sie dachte, wir wären Diebe. Und ja, dann wollte sie eigentlich der Polizei Bescheid sagen, als sie wusste, dass wir die Söhne der Mutter waren. Der beiden waren und ja, dann wollte sie eigentlich der Polizei sagen, dass alles okay ist, aber jetzt hat sie einen Herzinfarkt bekommen, ist tot und deswegen denkt die Polizei, jetzt werden sie ermordet und wir müssen jetzt abhauen. So, jetzt habe ich alles gesagt und jetzt können wir auch abhauen. Oh Gott. Okay, wie nah sind die dran? Ach du Scheiße, sind die nah dran. Okay, wir müssen weg, 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 weg. Okay, wo lang, wo lang? Da ist auch schlecht. Okay, dann hier hoch. Aber die Frage ist, wo jetzt lang? Shit. Okay. Okay, weiter geht's, schnell. Boah, wie viele sind das denn? Das ist ja Wahnsinn. Mit so vielen habe ich nicht gerechnet. Das sind mir zu viele. Oh, shit. Ja, von wegen. Vergiss es, mein Freund. Und für solche Situationen sind Parkour dann echt lebenswichtig. Oh, Mann, Mann, Mann. Lauf, lauf, lauf. Sag mir, wo ich lang soll. Oh, Gott. Wahrscheinlich dürfen wir jetzt nicht einen Fehler machen, sonst war's das. Los, hier lang. Lauf, 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 lauf. Oh Gott, sind die nah dran. Wir müssen die irgendwie abhängen. Schnell. Heb mich hoch, schnell. Los, 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 los. Wenn die uns erwischen, dann ist alles vorbei. Oh, da ist Sam's Motorrad. Sehr gut. Und jetzt nichts wie weg hier. Oh, nochmal gerade so geschafft. I'd say we're clear. But we catch our breath for a second. Some night, huh? Some night. Old lady. Hey. Hey, you listen to me. That wasn't our fault back there. I mean, that lady, she was sick. I mean, it's okay to feel bad, but there was nothing we could do about it. So what are we gonna do now? I can't go back to the orphanage. You can't go back to your job. Then we don't. Sure. No, I'm serious. We get as far away from this place as we possibly can. Yeah? And how long till the cops find us? Well, I think they'll be looking for Nathan and Samuel Morgan. Yeah, that's us. What if it wasn't? Nathan, back at that mansion, you knew just as much about that stuff as that poor old lady. I always felt that we were destined for something great. But until tonight, I didn't know what that meant. But this, Mom's unfinished work, this is our chance to restart our lives with brand new identities. What are you talking about? Well, I know some guys. Pretty good at forging papers, too. Now, as for our new name, Mom believed that Sir Francis Drake had heirs. Who's to say he didn't? You're serious, aren't you? Nathan, we were meant for this. And I promise, you and me together, we're gonna go far. So what do you say? Nathan Drake? Boah, ich krieg grad richtig Gänsehaut. Really changed after that.
Oh, jetzt sind wir wieder in unserer Zeit. Explorers, adventurers, mostly thieves. Ow. Okay, just hold still. You know, for a while it felt like, you know, if we weren't taking turns going to jail, it was because we were in jail together. And after I lost him, after I thought I lost him. You didn't want to bring him back up again. Something like that. Well, that's it. Now you know everything. With you, I doubt that that's everything. But it's a lot. Love to know what you're thinking. I'm thinking that you're lucky that I found you when I did. Yeah. I'm glad you didn't lose a limb or anything. It would have been a royal pain getting you out of here. How did you, find me anyway? Oh, you know, easy. Just follow the sound of gunfire. No, I mean, how did you get here? Oh, of course. Come in, Sully. Hey, darling. How's he doing? Oh, you know, he's banged up, but he's alive, par for the course. Now we just need to rescue the other Drake. What do you mean? I'll let Nate tell you. Hey, pal. Glad you could join us. Yeah, I wouldn't miss it. So what happened to Sam? Rafe's got him. You know where they are? Yeah, they're headed to the northern side of the island. See if you can find a place to set down over there. Once we get Sam, we're gonna need to get out of here pretty quick. Copy that. Hey, what about the treasure? Forget it. We don't need it. But Alcazar? No, there is no Alcazar. It's all bullshit. Wait, you mean the depth, the... The escape? Yeah, Sam made it all up. What an asshole, right? Look, I'll fill you in on everything when I see you, okay? Yeah, I can't wait. But you two be safe down there. You know us. Treja. Thanks. Sure? No, I mean, thanks for saving me. Again. I almost didn't this time. Right. Come on. I got us a ride. Das war jetzt ein harter Satz. We're headed to the northern side of the island? Kapitel 17, in guten wie in schlechten Tagen. And that's where Rafe is taking you. For better or worse. Treasure's probably there. Was just need to save Sam before they find it. Endlich sind wir wieder hier in dieser Zeit, das finde ich gut. Und ja, Elena ist wieder da, Sully ist auch da, auf die kann man sich verlassen, aber das war ein harter Satz. Diesmal hätte ich es fast nicht gemacht. Ja, Nate muss aufpassen, dass er Elena mittlerweile nicht mehr verliert. Das wäre sonst echt bitter. Und jetzt gucke ich mich erstmal hier wieder um. Ja, also viel zu schlucken diesmal, mein Gott, muss man erstmal alles verdauen, was jetzt alles passiert ist in der letzten Folge und in dieser. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Jetzt müssen wir Sam retten, den Vollidioten, der uns belogen hat, dieser Penner. Aber er ist immer noch unser Bruder, also irgendwo ist ja auch eine gewisse Verpflichtung da, dass wir ihm helfen. Ich hasse ihn jetzt nicht, aber ich bin echt enttäuscht, dass er uns belogen hat hier. Das gibt's ja nicht. Look, up there. I borrowed it from your shoreline friends. Oh, sie hat sich einen Truck. All the way down from there? Yeah, it was a quick way to get down to you. Now we just gotta figure out another way back up. Nate, okay. Boost me up this ladder. Yeah.
Okay, so, das funktioniert doch gut. Ich bin jetzt echt gespannt, wo wir hier genau sind. So, have you been here long? On the island? A few hours now. Did you see the colony? I did, from the air. Pretty incredible, right? I didn't get the full tour. I was a little preoccupied with flying in. Right. Okay, dann mal weiter sehen, wo wir jetzt genau hinkommen. Ich würde es halt wirklich interessieren, weil wir sind ja so tief gestürzt, jetzt weiß man überhaupt nicht, wo wir überhaupt jetzt genau sind. Oh, das hier sieht vielversprechend aus. Okay. Aber wie riesig diese Bäume auch hier sind, das ist ja Wahnsinn. Das sieht wieder so cool aus. Oh, ein Gespräch, das will ich nicht verpassen. So, did, Sully fill you in on the deal with this place? Yep. Henry Avery, 400 million, 12 founders, hundreds of colonists. Something like that. Yeah, that just about covers it. Had some time to kill on the flight over. Wow. Is that an elevator? Sure looks like it. I swear, Avery recruited the best engineers of his time. He must have used it to move supplies upriver. Yeah, that's a fair bet. Okay, also Elena weiß offenbar jetzt auch schon über die wichtigsten Details Bescheid. Und wir müssen jetzt irgendwie da hoch. Ich habe das hier gerade von Weitem gesehen. Gucken wir uns das doch mal an. Ich glaube, das sieht nämlich richtig aus. Ja, da ist nämlich der Truck. Wir kommen immer näher. Den wollen wir natürlich haben. Well, what do you think? Which way? Well, let's take a look. Okay, das Wasser ist tief genug. Ich habe gerade überlegt, ob ich springen soll, aber lieber nicht. Sonst sind wir nachher noch tot. Okay, da ist keine Höhle hinter. Ich dachte, wie vielleicht in Madagaskar oder so wäre schön gewesen. Ich sehe gerade nur, wir können hier, glaube ich, nichts machen. Wir müssen ja irgendwie da hoch und hier... Ach, da. Aber da kommen wir nicht hoch. Sehr schön, Nate, aber wie sollen wir da hinkommen? Hast du darüber mal nach... Ach, hier. Here we go. I can boost you up there. Great. Okay, jetzt, ja, jetzt macht's Sinn. Das hört sich nicht gut an. Na toll. Hey, do you think there's another way up? Hey, I see a path up here. Ist ja toll, aber wie kommen wir jetzt dahin? Das ist ja das Problem. Also wir können meinetwegen hier nochmal gucken, aber... Obwohl, ich glaube... Achso, ich glaube, sie bringt jetzt irgendwas. Was ist sie denn? Ah, okay. Verstehe. Achso, und die müssen wir jetzt mit dem Seil ziehen. Okay. Probieren wir das nochmal aus. Ne, mit dem Seil will ich die ziehen, danke. Und jetzt hier rüber ziehen. Kann ich bitte hier hoch? Geht das nicht? Okay. Na, komm mal hier rüber. So, genau so. Das sieht gut aus. Ach, komm. Ich muss doch hier hochkommen. So. Jetzt hier rüberziehen. Okay, ich glaube, das müsste es tun. Ja, ah, Mist, nicht ganz. Okay, dann müssen wir den nochmal ein bisschen nach hier ziehen. Obwohl, ich glaube, ich jetzt... Ja, okay, jetzt macht es eh keinen Unterschied mehr. Ach nee, weißt du was? Lass mal los, das machen wir so. Jetzt können wir sie ja zum Glück schieben. So, jetzt muss es aber funktionieren. Und es funktioniert auch. Perfekt. Na, okay, so. Whoa. Hey, nice jump. Not bad, right? Way to go, Nate. Piss a girl like that off. Idiot. Ja, du solltest vorsichtig sein, was zu sagen. Wow. Das ist wirklich nicht gut. Oh Gott. I'm okay.
sort of... Everything's under control! See if you can get back up here. Yeah. Also das war wirklich knapp. Oh Mann. Aber gut, Nate kennt das ja schon. Das ist ein Alltag von uns. Looks like a dead end. Well, maybe the elevator still works. I doubt it. 300 years old. Been exposed to the weather. And who knows if it ever works. Oh, look. It works. Hey, das funktioniert. Perfekt. Going up? Geht doch. Perfekt. Oh, oh, oh. Das klingt nicht gesund. Next floor menswear. The fact that this works, it's kind of incredible. Jinxed it. You know, I'll just meet you at the top, I guess. Okay. Kann ich da jetzt einfach... Wow. Nee, okay. Kann ich nicht. Ach, da muss ich lang. Okay. Also nach oben. Ja, genau so. Nein. Wow, was machst du denn? Oh Gott, das war knapp. Für einen kurzen Moment dachte ich nämlich, er packt diesen Stein an, aber nein, er hat einfach nur losgelassen. Hey, das geht doch nicht. Wow. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Darf ich bitte... Danke. Okay. Oh, Elena kommt uns auch zu Hilfe. Sehr gut. Und rüber. Oh, die Grafika. Komm, die habe ich so selten gezeigt. Die nehme ich jetzt mal mit. Now then, which way is the car? It'll be easier to spot from higher ground. Right. Good idea. Okay. This whole thing is powered by the water wheel down there. It's quite a feat for a bunch of pirates. Okay, nee, hier kommen wir wieder nur dahin, wo wir eben waren. Wir wollen jetzt bloß nicht wieder nach unten. Ja, aber Hammer. Da, also das scheint offenbar, was mir jetzt auch mal gerade klar geworden ist, das scheint... Okay, hier geht's nicht lang. Das scheint das erste Uncharted zu sein, wo wir mal auf den Schatz sozusagen scheißen und uns Sorgen machen um unser eigenes Leben. Nate hat sich verändert auf jeden Fall. Finde ich aber irgendwie cool, weil ich glaube, in echt würdest du auch haben. Im gewissen Alter würdest du, wenn du dann noch Frau hast und Haus, ich glaube, irgendwann wirst du dann erwachsen und sagst dir, das kann ich nicht raus aufs Spiel setzen. Da muss man dann entscheiden, was einem wichtiger ist. Look, Shoreline. They found your car. Technically, their car. So, let's get it back. Na super. Okay, das ist jetzt gerade ein Problem. Die wissen, dass wir da sind. Aber die wissen nicht, wo wir sind. Die Frage ist jetzt, wie kriegen wir die kaputt? Also den da weiß ich, glaube ich, wie ich mir den hole. Dafür muss der aber weggucken. Elena hat es schon richtig gemacht. Ich war wieder ein bisschen verpeilt. So, jetzt schnell hoch. So, und jetzt gehe ich hier rein. Dann packen wir uns den gleich. Hoffentlich sieht das jetzt keiner. Ciao. So, die Waffe habe ich auch. Oh, die sieht cool aus. Okay, die sieht interessant aus, die Waffe. Ich gehe mal nach oben. Die Frage ist jetzt... Oh, 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 oh. Jetzt müssen wir aber echt aufpassen. Vielleicht kann ich den ja hier runterziehen. Das könnte funktionieren. Bitte lass es funktionieren. Ja, komm mal hier rüber. Ja. Ah, Mist, jetzt guckt er. Boah, war das knapp. Jetzt hat er gesehen, dass da was war. Der Rest weiß zum Glück noch nicht Bescheid. Du hast nichts gesehen, du hast nichts gesehen. Ja, genau. Schön weggehen. Oh, Mist. Oh, dieser Penner. Da dreht er sich nochmal um, das fasse ich nicht. Okay, jetzt wird es gerade ein bisschen problematisch. Dann gehe ich hier rum. Probieren wir doch mal die neue Wummer aus. Okay, die haben ganz schön Wumms. Oh Gott, jetzt ist es aber gerade echt spannend. Okay, ich schmeiß mal eine Granate da hinten rein. Hier, viel Spaß damit. Oh! Oh mein Gott, war das knapp. Der Sniper, der macht mir Sorgen. Ist der denn da oben? Da irgendwo? Okay, ich hab ihn. Oh, der macht mir Sorgen.
Okay, ich muss nachdenken, was ich mache. Ist gar nicht so einfach hier, weil die gerade von allen Seiten kommen. Dann machen wir es anders. Dann müssen wir sehr viel herumspringen. Okay, den haben wir auch. Zurück. Oh, ich setze mich mir einmal wieder richtig hin hier. So. Okay. Ich glaube, ich habe eine Idee, was ich mache. Bitte stirb jetzt nicht. Okay, das war zu tief. Oh Mann, damit hätte ich eigentlich rechnen sollen. Hätte ich wirklich rechnen sollen, auf jeden Fall. Na gut, aber dann machen wir das einfach beim nächsten Mal in der nächsten Folge, denn die Zeit ist rum. Und dann versuchen wir die einfach nochmal schleicherisch auszuschalten. Vielleicht klappt es ja, vielleicht auch nicht. Mal sehen. Denn wir haben ja gerade gesehen, mit Waffengewalt kommen wir hier nicht ganz so weit. Naja, dann bis zur nächsten Folge. Ciao.